Ja, liebe Freunde, was für ein Abend. Der Hamburger Sportverein gewinnt das Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit sage und schreibe 5:1 und kann sich damit vollkommen berechtigt als Derby-Sieger bezeichnen. Und ja, so zumindest wäre die Anmoderation für dieses Video hier, wenn ich Videos über die Regionalliga machen würde, denn dort hat es dieses Ergebnis tatsächlich heute gegeben. Da hat nämlich unsere U21 gegen die Nachwuchsmannschaft von St. Pauli eben mit 5:1 tatsächlich gewonnen. Und ja, wäre auch ein Ergebnis, was ich auch beim Spiel der Profis genommen hätte, aber es ist halt leider so ziemlich fast genau das Gegenteil geworden. Nämlich gewinnt der FC St. Pauli mit 3:0. Zu Hause gegen unseren HSV und das leider Gottes auch insgesamt verdient. Und ja, wo fange ich jetzt, denke ich mal, an? Ich denke mal nicht beim Spiel, denn das Spiel war jetzt nicht das, wo jetzt für mich oder generell für sehr viele HSV der Tag gestartet hat. Das war halt eben um 14.30 Uhr in Altona, wo dann tatsächlich auch der Fanmarsch begann, beziehungsweise der ging auch erst so circa gegen 15 Uhr los, sage ich mal, wo dann halt eben knapp 3000 HSV-Fans zum Millerntor marschiert sind, dann über die Reeperbahn. Und ja, das ist auch größtenteils relativ friedlich verlaufen und hat wie immer Spaß gemacht. Dann gerade beim Verlassen der Reeperbahn, als man halt eben rechts am Heiligen Geistfeld langgelaufen ist, um dann halt eben ja, Richtung Gästeblock zu kommen, waren dann da doch schon ein paar Braun-Weiße, die versucht haben, ja, mal Moin zu sagen, sage ich mal, von der Seite, die dann allerdings auch sehr schnell von der Polizei abgefangen wurden. Und wahrscheinlich infolgedessen, ich weiß nicht, ob es danach war oder sogar schon davor passiert ist, sind allerdings Sachen passiert, die, ja, ich hier absolut nicht unerwähnt lassen möchte. Denn da sind natürlich einige Videos jetzt durchs Internet gegeistert, die halt eben zeigen, wie die Polizei, was die Gewalt angeht, sehr unverhältnismäßig mit St. Pauli-Fans umgegangen ist. Also da gibt es ja dieses eine Video zum Beispiel, wo ein St. Pauli-Fan schon zu Boden gedrückt wird von zwei Leuten und dann geht der eine noch mit dem Knie in den Nacken und schlägt den noch irgendwie 3-4 Mal oder so in den Bauch. Also ganz ehrlich, absolut rein gar nichts, was dieser Fan davor gemacht haben könnte, rechtfertigt dieses Vorgehen von der Polizei. Und das ist halt einfach reinste Polizeigewalt. Man muss es eben als das bezeichnen, was es in dem Fall da auch ist. Und ja, ich wollte es hier, wie gesagt, in dem Video jetzt hier nicht unerwähnt lassen, denn ganz egal, für was für ein Verein man halt eben ist, so etwas geht absolut nicht. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendwie auch aufbereitet wird. Hab da allerdings leider nicht die allergrößten Hoffnungen, deswegen hoffe ich mal, dass es dem entsprechenden Fan, ja, den Umständen entsprechend gut geht. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal weg von den ganzen Sachen, die halt eben vor dem Spiel passiert ist und gehen jetzt halt eben mal zum Spiel. Und ja, da bin ich auch nach dem Fanmarsch relativ schnell nach Hause gegangen, weil das letzte Derby, was ich auf dem Kiez verfolgt habe, das war 2019 und das war auch eine 2:0 Niederlage und das habe ich dann mal als schlechtes Omen gesehen, aber was soll man sagen, am Ende hat es, ja, ist es nicht besser geworden, sondern vom Ergebnis her sogar noch schlechter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein ins Spiel, was auch von beiden Fanlagern wirklich schön eröffnet wurde, was halt eben optische Aktion, sage ich mal, angeht. Und ja, das Spiel war in den Anfangsminuten relativ offen, sage ich mal. Pauli wurde das erste Mal in der zweiten Minute nach einer Ecke gefährlich, wie dann in der 15., nachdem Ludovic Reis lange nicht angegriffen wurde. Ja, schießt er einfach mal und sorgt dann eben auf unserer Seite für den ersten Abschluss. Dann in der 15. Pauli die bis dato beste Chance vom Spiel, wo dann von rechts der Ball in den Strafraum gespielt wurde. Und da stand halt eben einer von Pauli frei. Ich weiß überhaupt nicht, wer es war. Und ja, danke Heuer Fernandes an der Stelle, dass es da halt eben erst oder noch 0:0 stand, weil das war eine wirklich, wirklich gute Chance. Und in der 16. relativ, ja, fast im Gegenzug hat man die Situation, dass zwar Jatta ein Tor gemacht hat, allerdings ist halt eben das Spiel davor schon unterbrochen worden. Ich glaube, weil ein Pauli-Spieler am Boden lag. Ja, würde ich mich jetzt aber nicht allzu groß beschweren, weil das Spiel war schon irgendwie 10 Sekunden unterbrochen, bevor das Torwort gefallen ist. So, ja, da hat Jatta, glaube ich, den Pfiff nicht so ganz gehört. Dann hat St. Pauli vor allem halt eben, ja, nach Standards für Gefahr gesorgt. Und in der 21. gab es dann die nächste gefährliche Situation nach einer Ecke. Und dann in der 28. Minute eine Situation, die, ja, sehr, sehr spielentscheidend war. Ich will jetzt nicht sagen, die spielentscheidende Situation, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass halt sehr vieles ganz anders gelaufen wäre, wenn das eben so nicht passiert wäre, wie es passiert ist. Aber wie gesagt, ich will das nicht alles auf diese rote Karte schieben. Deswegen sage ich mal eine spielentscheidende Aktion. Und das ist dann natürlich der Platzverweis für Sebastian Schonlau, der, ja, leider Gottes einfach korrekt war, weil ja, es war nicht wirklich ein hartes Foul oder so, aber es ist ein Foul, er schubst ihn nun mal weg, es wurde dankend angenommen, beziehungsweise so, wenn man so sprintet, kann eine leichte Bewegung einfach dafür sorgen, dass man einfach hinfällt, so.
Das ist ein Foul und wenn man als Hetzermann foult, dann ist es ganz egal, wie das Foul war, dann ist es einfach rot. Und ja, deswegen ist es halt die hundertprozentig korrekte Entscheidung da von Eitekin gewesen, Schonlauder leider Gottes vom Platz zu stellen. Und ja, da muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das wirklich schlau, in der 28. Minute in einem Derby vor allem auch noch einen Platzverweis zu, ja, einen hundertprozentigen Platzverweis sich zu holen und dafür eine sehr gute Chance des Gegners, also es wäre wahrscheinlich dann das 1-0 gewesen, ja, damit zu verhindern, denn ganz ehrlich, ich glaube, ich würde fast das Gegentor nehmen, so früh im Spiel, als dann halt eben den Platzverweis. Klar, es gibt genug Beispiele, wo auch die Mannschaft, die dann mit 10 Mann gespielt hat, ja, dann noch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und gewonnen hat, so, das ist nicht der alleinige Grund, wieso wir heute verloren haben, aber dennoch ist es halt einfach gerade heute für uns extrem bemerkbar gewesen, dass das halt eben passiert ist, beziehungsweise gerade in der zweiten Halbzeit konnten wir da keine wirkliche Antwort drauf finden. Deswegen wäre es da meiner Meinung nach so früh im Spiel besser gewesen, den Pauli-Spieler da halt eben laufen zu lassen. Und wer weiß, vielleicht hält Heuer Fernandes den Ball ja auch. Er hat ja schon einige 1-gegen-1-Situationen in dieser Saison für sich entscheiden können. Deswegen, leider Gottes, keine schlaue Aktion von Schonlau. Aber man sieht das jetzt schon wieder überall auf Social Media. Jetzt kommen überall wieder Leute, die sagen, ja, die mit den größten Beleidigungen um sich schmeißen oder so. Und ich hasse einfach diese kurzweiligen Reaktionen, sag ich mal, weil ist doof gelaufen, aber es hilft niemand etwas, sich jetzt dafür zu zerfleischen. Und ja, damit waren wir halt eben in Unterzahl und konnten das dann in der ersten Halbzeit noch relativ, ja, gut ausspielen trotzdem. Da hat man den Unterschied, was die Anzahl an Spielern anging, absolut nicht bemerkt. Da haben wir unser Spiel gut weiter durchgezogen. Und insgesamt bin ich mit der ersten Halbzeit auch relativ zufrieden. Da gab es in der 44. noch einen Ball, der an den Pfosten ging von Pauli. Also haben wir auch Glück gehabt. Und insgesamt geht das 0-0 für mich in der Pause absolut in Ordnung, weil halt eben beide Mannschaften meiner Meinung nach relativ gut waren, beziehungsweise wir in der ersten Viertelstunde auch gerade mit sehr vielen Ballgewinnen, gerade auf der Mittelfeldlinie halt eben, glänzen konnten und da St. Pauli nicht so wirklich in Richtung unser Tor gelassen haben. Es gab Chancen auf beiden Seiten, zugegebenerweise waren die von Pauli etwas besser, aber insgesamt doch ein 0-0, was dann noch absolut klar ging. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist es uns dann leider nicht mehr wirklich gut gelungen, da in irgendeiner Form, ja, den Platzverweis irgendwie zu kompensieren, weil da war dann wirklich Pauli extrem feldüberlegen. So in der 54. gab es da mal eine wirklich gefährliche Abschlusschance. Ab dann war Pauli einfach in jeglicher Hinsicht überlegen und in der 61. durch den Kopfball nach einer Ecke, wie gesagt, Ecken war St. Pauli dieses Jahr vor allem, heute meine ich, sehr gefährlich. Ja, nach einer Ecke ist es dann soweit, es steht 1-0, hat sich leider angedeutet gehabt und ja, eine wirkliche Antwort hat der HSV dann darauf nicht mehr wirklich gefunden. Das war in der zweiten Halbzeit offensiv ein absolutes kreatives Armutszeugnis, leider Gottes. Aber solche Spiele gibt es eben. Scheiße, dass es im Derby passiert, aber naja. 74. dann eben das 2-0 und in der 87. habe ich dann geschrieben, dass Pauli da näher am 3-0 dran war als wir am 2-1 und 2 Minuten später fällt dann auch das 3-0. Und ja, was soll ich sagen, das Derby mit 3-0 zu verlieren ist halt irgendwie schon dezent peinlich, aber war leider Gottes in der Höhe so verdient, weil St. Pauli halt in der zweiten Halbzeit einfach die klar bessere Mannschaft gewesen ist und so geht das Spiel dann auch zu Ende. Und ja, jetzt überwiegt auf jeden Fall in erster Linie der Frust, gerade jetzt direkt nach Abpfiff. Ich meine, das wird bei eigentlich jedem HSV-Fan so sein. Aber dann, nachdem die ersten Tage, sage ich mal, mit diesem Frust überstanden sind, würde ich sagen, ist es halt einfach wichtig, dass wir jetzt einfach trotzdem so weitermachen, wie wir bisher die Saison gespielt haben. Denn wir spielen bisher eine wirklich, wirklich gute Saison. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar die beste Zweitliga-Saison bisher. Wir sind noch sehr, sehr weit, beziehungsweise sehr, sehr viele Spieltage oder zumindest noch mehr als eine Rückrunde davon entfernt. Jetzt wirklich davon zu sprechen, dieses Jahr steigen wir unbedingt auf, da bin ich vorsichtig. Aber ich habe immer noch ein gutes Gefühl, ein besseres als die letzten beiden Jahre. Deswegen ruhig bleiben und einfach so weitermachen wie zuvor. Das ist jetzt ein extrem schmerzvoller, dummer Ausrutscher. Und an der Stelle auch mal Glückwunsch an den FC St. Pauli zum Derby-Sieg. Muss ja leider auch gesagt werden dann hier. Aber letztendlich geht es für uns dann darum, nicht wie für St. Pauli halt eben da unten rauszukommen. Für uns geht es halt eben darum, oben drin zu bleiben. Momentan sind wir noch Erster. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir da tatsächlich auch diese Position verlieren werden. Da ja die Konkurrenz hinter uns noch spielt, beziehungsweise spielen die noch gegen, ich weiß, dass Fürth gespielt hat, aber ich weiß nicht mehr, gegen wen Fürth gespielt hat. So, das wäre jetzt für mich im Kopf irrelevant, was das andere Spiel heute ist. So, ja, aber ich gehe davon aus, dass wir diesen Platz halt verlieren werden und dann,
ja, heißt es halt einfach alles geben, dass wir dann wieder angreifen und dann bis zur Winterpause auf einem Aufstiegsplatz stehen und da dann auch überwintern. So, das ist das Ziel und ich bin guter Dinge, dass wir dieses Ziel erreichen können. Heute war ein dummer Ausrutscher, natürlich ausgerechnet gegen St. Pauli und natürlich kassieren wir auch heute ausgerechnet gegen St. Pauli fast 50% von allen Gegentoren, die wir davor kassiert hatten, denn das waren 7 in den letzten Spielen und heute halt direkt mal 3. Ja, bitter gelaufen, scheiße und die nächsten Tage werden nervig, aber mein Gott, man sollte nicht verzweifeln, die Tabellensituation sieht immer noch herausragend aus und dann gucken wir mal, wie es in Leipzig so aussieht. Ich habe nicht das beste Gefühl für das Auswärtsspiel bei Leipzig im Pokal, aber man kann natürlich auch sagen, Leipzig auswärts liegt uns besser als Leipzig zu Hause. Die beiden Spiele, die wir da hatten, waren ein Unentschieden und ein 3-0-Sieg. Ich gehe jetzt wie gesagt nicht davon aus, dass wir weiterkommen, aber man weiß ja nie, vielleicht gibt es ja da ein kleines Pokalwunder, so als kleines Pflaster für diese Schmach im Derby jetzt. Und ja, dann würde ich mal sagen, beende ich das Video an der Stelle und ich hoffe, wir können uns dann im Rückspiel im Volkspark gegen St. Pauli revanchieren in einer ähnlichen Höhe. Und ja, da ja unsere U21 mit 5-1 gewonnen hat, haben wir immer noch irgendwie mit 5-4 gewonnen und ich bin bereit zu sagen, wir einigen uns einfach auf Unentschieden. Aber ich würde mal sagen, lassen wir das jetzt. Ich sag ciao und nur der HSV.